Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, aka Spielkoyote. Heute wieder ein kleines Opening-Video. Wir haben hier ein ganzes Case, meine Freunde. Hidden Fates Tinboxen. Das hat der liebe Gio Poke Cards gekauft. Ich verlinke den hier gerne. Checkt einfach mal sein Profil auf Instagram ab. Wir werden insgesamt 8 dieser Tinboxen öffnen und eine der Tinboxen werden wir den lieben Gio zusenden. Und ich mache das mal hier kurz im Großformat, weil es doch schon eine relativ große Box ist und die passt hier nicht unten hin, meine Freunde. Und für alle, die sich schon mal gefragt haben, die sich vielleicht auch noch nicht so auskennen, wie so ein Case ausschaut, das Ganze sieht dann so von drinnen aus. Da sind 9 Tinboxen drin. Wir haben dann je 3 Tinboxen, die wir dann öffnen können. Ja. Also das heißt, wir haben hier natürlich 3 von jedem, 3 Glurak-Tinboxen, 3 Raichu-Tinboxen und auch 3 Garados-Tinboxen, meine Freunde. Also ihr seht jetzt, wie das Ganze jetzt alles so ein bisschen von mir rausgenommen wird. Hoffe, das sieht für euch richtig nice aus. So, und für die, die es noch interessiert, da ist dann auch so ein kleiner Aufsteller drin. So sieht das Ganze dann aus. So würde man die Tins dann tatsächlich in einem Laden aufstellen. Sieht eigentlich relativ cool aus, feiere ich, vor allem auch so mit diesem Glurak. Das bekommt er natürlich, weil er auch das Case bestellt hat, insgesamt so rüber. Viele haben mich jetzt auch so ein bisschen gefragt, wie kann man jetzt solche Produkte kaufen und ich verkaufe die dann auch etwas kostengünstiger, wenn ich sie auf Video aufmachen darf. Das läuft alles über den Online-Shop, ab und zu auch über Patreon, wenn es ganz spezielle Deals sind. Aber ich würde sagen, wir legen erstmal los. Ich würde sagen, wir legen ihm jetzt mal so eine Raichu-Tin auf die Seite. Und wir sind jetzt hier unten. Ja, wir müssen jetzt diese Tinboxen erstmal öffnen und die ganzen Booster öffnen. In der Zeit, ich lasse das Video jetzt mal einfach kurz laufen, glaube ich. Und mache da irgendwie so einen Zeitraffer oder so drüber, weil das, glaube ich, ein bisschen langweilig ist sonst für euch. Und ja, also. So, wir haben alle Booster am Start, alle Promokarten, die schön hier drin sind. 3 Garados-Promo, 2 Raichu-Promos und 3 Glurak-Promos. Die werde ich jetzt einfach mal, ich glaube mal direkt so lassen. Vorerst holen wir das Glurak nach vorne, ist ja auch das Schönste. Tun wir das mal hier auf die Seite. Und ich habe hier jetzt mal die Booster. Ja, nach Tins sortiert. Das sind alles immer 4 Booster aus einzelnen Tins. Dann können wir auch mal so ein bisschen die Ratios anschauen, wie diese Tins tatsächlich auch verteilt sind, meine Freunde. Lege ich das doch ein bisschen schöner hin. Ja, also nehmen wir uns doch die Zeit für den lieben Gio Pokecards. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Gio hier im Video. Okay. Also der Gio, nehmen wir uns Zeit hier für ihn, das Ganze schön aufzustellen. Ich würde sagen, wir gehen einfach der Reihe nach und fangen direkt mit dem Glurak Booster Pack an. Und ich hoffe natürlich, dass wir für den lieben Gio was richtig Geiles ziehen und richtig geile Karten am Start haben. Also ich hoffe es so richtig für ihn, weil ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Codekarten lege ich wie gesagt immer auf die Seite, da ich ja nicht weiß, ob die Leute das verwenden wollen. Und es sind, glaube ich, 4 Karten für den Kartentrick. Und ja, habe ich natürlich absolut recht, meine Freunde. Einfach, dass der Autofokus gerade nicht möchte. Und jetzt schauen wir mal, was hier so drin sein könnte, meine Freunde. Ja. Bisher natürlich nicht wirklich was, aber wir kommen jetzt auch erst gleich zu den, ja, guten Karten. Und das Pikachu finde ich richtig sweet. Und als erstes schon mal ein Shiny Mewtwo GX. Not bad. Und ein Starmie GX. Was für ein Epic Pack. Es war ein Glurak Pack und einfach First Pack Luck. Ich habe hier wie immer Ultra Pro Premium Card Sleeves, die dünnen, um die Karten nicht zu beschädigen. Wie ihr wisst, ich sleeve natürlich diese Karten jeweils immer sehr schön ein.
Und ja, das ist da nämlich schon mal sehr spannend. Aber schauen wir uns doch mal das Mewtwo an. Das ist nämlich die spannendere Karte hier, die wir gezogen haben. Das Shiny Mewtwo. Centering ist ein bisschen off von links hier, ein bisschen mehr. Und hinten sieht es relativ in Ordnung aus, wobei es hier auch wieder ein bisschen mehr Rand hat als zum Beispiel links. Ansonsten sieht die Karte sehr gut aus. Ich würde mal sagen, das sind schon mal sehr gute Pulls fürs Erste. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter, meine Freunde, weil sonst wird das ein sehr langes Video. Also ich beschleunige jetzt auch mal noch so ein bisschen und versuche da wirklich ein bisschen schneller durchzugehen und zu schauen, ob wir da auch wirklich noch weitere gute Karten haben. Ja. Jigglypuff, ein Psyduck Reverse Foil und ein Golem Rare. Also ich mache hier immer so ein paar verschiedene Stapel, dass ich es nachher nicht sortieren muss. Und ich denke, das ist für den Gio wahrscheinlich auch gerade perfekt, weil dann muss er das auch nicht mehr so krass sortieren. Er versucht da immer wirklich ein bisschen Arbeit direkt zu saven, meine Freunde. Und ja, also wenn es euch nochmal interessiert, ihr könnt solche Sachen in meinem Online-Shop euch gönnen. Oder halt, wenn ich im Patreon auch mal coole Deals mache, da gibt es dann diese Möglichkeit. Und ja. Aber ich hoffe natürlich, wir ziehen einen Glurak. Ich habe gar nicht gemerkt, dass das eine Reverse-Foil ist. Ich hab gar nicht darauf geachtet. Es hat so ganz kurz eben nicht wie ein Reverse-Foil ausgesehen, dieses Safcon. Kommt schon, Safcon. Safcon. Meine Güte. So, das ist jetzt das letzte Booster aus dieser Tin. Mal schauen, was wir hier drin haben. Hoffe natürlich, dass wir jetzt nochmal was Cooles haben und nicht alles nur in einem Booster drin gewesen ist, ja. Wäre jetzt natürlich etwas schade, meine Freunde. So. Boah. Die Karten rutschen so richtig. Und richtig frisch. Magikarp. Pikachu, ey, das Pikachu kommt richtig auf. Das Geowatz. Und ein Misty Water Command Holo. Sehr, sehr, sehr schön. Ich werde auf jeden Fall die Holos mir vornehmen zu sleeven. Vor allem ist es auch eine sehr schöne Karte, wie ich finde. Ich finde auch dieses Artwork von Misty richtig, richtig top. Kommen wir zum nächsten Booster. Jetzt müssen wir beschleunigen, ja. Für den lieben Gio und auch so ein bisschen das Pack-Luck rausholen. Ich hoffe natürlich, dass ihr da fleißig den Daumen nach oben gebt für den lieben Gio, damit er auch die nicen Pulls bekommt, meine Freunde. Denn ihr habt es in der Hand, ob der liebe Gio die ganz, ganz nicen Pulls bekommt. Und ein Jolteon, also ein Blitzer, sehr schön, Reverse Foil. Und ein Butterfree Non-Holo. Okay, los geht's. Also ich muss sagen, so Hidden Fates ist natürlich auch eines meiner Lieblingssets. Es hat auch richtig viele Karten drin und ist auch ein sehr gutes Set. Es wird tatsächlich nochmal reprintet. Also die ETB, wissen wir ja, die kommt im Januar, Februar raus, auf Deutsch und auf Englisch sogar. Aber was auch reprintet wird es die Tin nochmal im März, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Brock's Pewter City Gym. Und, sehr, sehr, sehr schöne Karte. Ich finde diese Karte einfach richtig schön. Full Art Jesse und James. Centering sieht ganz okay aus. Unten haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr. Ist ein bisschen off-center. Von hinten sieht das Ganze aber wirklich sehr schön aus. Sehr, sehr nice. Jesse und James. Ich finde das echt cool, das Artwork. Richtig, richtig sweet, meine Freunde. Aktuell sieht es so aus, gerade, dass wir pro Tin auf jeden Fall jeweils einen Booster gehabt haben. Bisher, dass richtig, richtig nice Pulls drin gewesen sind. Vielleicht werden wir auch mal eine Tin jetzt sehen, wo wir auch deutlich, deutlich mehr an Pulls sehen. Und auch dieses Charmeleon ist die ganze Zeit drin, das Glutexo. Meine Güte. Und eine Reverse Foil Energy, sehr schön. Und Blaine's Last Stand. Reverse Foil Energy, die bekommen von mir auch ein Sleeve. Haben wir wieder das Glurak Booster. Ist es vielleicht so, dass wir im Glurak Booster immer die geilen Sachen ziehen werden? Ich meine, wir haben jetzt direkt auch einen Glumanda drin gehabt. Vielleicht wird jetzt auch ein Glurak drin sein. Und zwar ein Shiny Glurak GX. Das wär's doch, oder? Für den lieben Gio. Also ich würde es feiern.
Und wir haben etwas aus der Shiny Vault, ein Rowlet. Sehr, 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 sehr schöne Karte. Centering sieht auch sehr gut aus, feier ich. Und Bills Analyse. Heißt, wir haben jetzt eigentlich in diesem Booster, wenn ich das richtig sehe, zwei Pulls sogar drin gehabt. Sehr, 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 sehr schön. Kommen wir also zur nächsten Tin. Wie gesagt, er hat 9 Tin-Boxen gekauft. Eine wollte er noch selber öffnen. Darum mache ich jetzt nur 8 auf, meine Freunde. Das ist vollkommen in Ordnung. Und also, ich glaube, den Preis kann man sich nicht beklagen. Ich habe, glaube ich, pro Tin-Box, ich glaube, 27 Franken verlangt. Wenn ich mich recht erinnere. Also, es ist wirklich ein sehr guter Deal gewesen. Schauen wir mal, was haben wir? Ein Eevee Reverse Foil. Ich finde, es sieht ultra schön aus, das Artwork. Ich meine, zieht euch das mal rein. Mit dem Slimer, den Electroballs, mit dem Taubsi ist es, glaube ich, im Hintergrund. Und ein Jolteon Rare. Das haben wir vorhin in Reverse Foil gehabt. So, Mewtwo oder muss wieder das Glurak regeln? Ich habe so das Gefühl langsam, ja. Pokémon Company hat sich gedacht, yo, wir nehmen einfach nur die guten Pulls in die Glurak Booster. Alles andere ist Müll. Wer weiß, wir werden es jetzt auf jeden Fall sehen. Wir werden das testen. Wir werden eine Studie drüber machen, gefühlt. Wieder dieses Pikachu. Und ein Ultra Beast. Okay. Auch wieder in, also aus der Shiny Vault. Heißt, wir werden nicht enttäuscht. Und ein Arbok Rare. Okay, wir werden auch vom Mewtwo nicht enttäuscht, ja. Sehr, 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 sehr schön. Am Ende ist natürlich dann auch das Recap interessant, was wir da genau alles drin haben werden. Und jetzt kommen wir wieder zum Glurak Booster. Und das Glurak Booster ist ja auch wirklich, ich glaube, so ein bisschen das Booster, wo wir die besten Chancen haben, oder, meine Freunde? Und ich vergesse auch immer wieder, in die Kamera zu schauen, meine Freunde. Es tut mir so leid. Es tut mir so richtig leid. Das ist für mich halt einfach ein neues Setup. Und ja, es tut mir leid. Also ich schaue jetzt hier die ganze Zeit so nach unten, aber dabei sollte ich auch mal ab und zu in die Kamera schauen, wenn ich mit euch rede. Dafür habe ich ja die Facecam. Alter! Gio, mein Friend? Gio, der Boy? Gio, good luck, mein Freund. Nehmen wir die Karte mal ganz quick raus. Ich muss sie auch in Real Life anschauen. Centering sieht sehr gut aus. Sehr, sehr schön. Und von vorne. Ja, ist leicht off-center, von links nach rechts. Wenn ihr das seht, hier haben wir ein bisschen mehr Rand als links. Und es ist Englisch, mein Gott. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade, okay? Gio, wenn ihr jetzt noch nicht einen Daumen nach oben gegeben habt, dann tut es bitte jetzt für den lieben Gio, weil er ist der heftigste Glückspilz. Also er kann sich jetzt mit diesem Glurak, wenn es auch als guter Grade zurückkommt, nochmal ein paar Cases kaufen, meine Freunde. No front, aber es ist halt einfach so. No front, es ist einfach so. Okay. Okay. Also wenn wir jetzt nochmal so einen Glurak ziehen, und es war in einem, ich schwöre, es war in einem Glurak-Booster. Ich hab's ja auf Cam, meine Freunde. Ich hab's auf Cam, meine Freunde. Ein Glumanda, also ich glaube, das Glumanda Reverse Foil, dem müssen wir die Ehre ergeben. Das muss in ein Sleeve. Also ich bin gerade ein bisschen sprachlos, okay? Also Gio, du hast halt einfach, also du hast halt einfach Luck, mein Freund. Und ich gönn's dir. Und ich hoffe, du hast Spaß. Und ich hoffe, du beehrst mich bald wieder, weil ich anscheinend das Pack-Luck habe, mein Freund. Okay? Ja. Meine Güte. Ich gönn's gerade dem Gio so richtig. Weil, ja, die Karte ist einiges wert. Also wenn ich mich recht erinnere, gegradet, geht die Karte. Also, ich habe jetzt nicht die aktuellen Preise im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mag mich erinnern, als PSA 10, aber es ist schon ein bisschen her,
ist die Karte für über 2000 gegangen. Es kann natürlich sein, dass mittlerweile, weil das auch schon über einen Monat, glaube ich, her ist, wo ich das nachgeschaut habe, dass sie vielleicht auch schon teurer ist. Ich habe den Kantrick nicht gemacht. Ich bin immer noch so aufgeregt. Ein Z-Viper. In, ja, also ein Shiny Volt. Sehr schön. Und die Codekarte am besten nicht zeigen, meine Freunde. Jesus Christ! Ich bin gerade ein bisschen gehypt, okay? Es tut mir leid. Wir haben hier nochmal ein Glurak-Pack, okay? Wieso das Glurak-Pack so wichtig ist, meine Freunde, das liegt einfach schlichtweg daran. Meine Güte, wieso kann ich denn bitte nicht den Autofokus wegmachen? So. Glurak-Pack, vielleicht ziehen wir ja nochmal was. Also, hey, machen wir einen Deal, Gio. Wenn du nochmal eins ziehst hier, kannst du mir ja eins abdrücken, oder? oh Mann. Ich gönn's gerade dem Gio so richtig. Ich gönn's ihm so richtig. Und ich hoffe, dass ihr dieses Video bis dahin schaut, dass ihr seht, dass er wirklich das Glurak gezogen hat. Weil ich meine, ich habe es bei irgendwie 15 Minuten erst gezogen. Und ich glaube, das Video wird ultra lang. Aber unser Glurak-Pack enttäuscht uns nicht mit einer Zapdos Holo und einem Lucario GX Shiny. Also ich weiß jetzt ja nicht. Wow, jetzt haben wir ja hier Platz. Wir können ja theoretisch und auch praktisch die ganz heftigen Pulls, ja, so die Shiny GX Karten, können wir ja so ein bisschen hier aufstellen, oder? Jesus Christ. Einfach abartig, okay? Hätte ich das doch mal aufgemacht für mich, oder? Nee, Spaß beiseite. Ich finde das ganz okay. Ich gönn's den Leuten. Und ich finde es auch cool, dass ich dann die Booster mit euch gemeinsam öffnen darf. Und dass da auch Leute dabei sind, die das gerne miteinander öffnen wollen. Und oh mein Gott, ein Mewtwo GX. Also, diese Tin war auch mal wieder gangstermäßig, okay? Jetzt haben wir wieder ein Glurak-Pack. Wir haben wieder ein Glurak-Pack. Ein Glurak-Pack. Also, ich meine, du hast eigentlich im Prinzip, dadurch, dass du diese Tin gekauft hast, also richtig heftig Plus gemacht. Nur das Glurak holt schon ein Vielfaches deines Einkaufspreises raus. Und, ja, was will man da sagen? Also, ist einfach crazy. Ist einfach richtig, richtig, richtig crazy. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lasst einfach Daumen nach oben da für den Gio. Hoffe, euch gefallen solche Videos. Ich versuche da wirklich, auch hier auf dem Kanal, immer mit der Qualität weiter nach oben zu gehen. Neue Dinge auszuprobieren. Auch das mit dem Greenscreen ist für mich auch was Neues. Und ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Aber wenn es euch gefällt, dann lasst mich es wissen, damit ich das auch weiß, dass euch das Ganze gefällt. Und ich da so weitermachen soll. Oder vielleicht sagt ihr euch, hey, ich sollte eigentlich die Facecam weglassen, das ist eh völlig unnötig. Und dann mache ich das, aber ich denke, das ist doch schon eine gemütliche Sache. Apropos, ich habe ja auch kürzlich erst meine Karten zum Graden losgeschickt. Das sind fast 900 Karten gewesen. Ich bekomme hoffentlich Ende November meine Pre-Grades. Dass ich dann ungefähr weiß, was da so auf mich zukommen könnte. Ich habe natürlich auch eigene Bewertungen gemacht, aber es ist immer gut, mehrere Augen drauf schauen zu lassen. Und ein Shiny Garchomp und dann noch ein Butterfree Rare. Darum finde ich das sehr, sehr, sehr eine coole Sache. Also ich bin dann gespannt, da werde ich auf jeden Fall auch mal ein Video dann dazu machen. Wenn die Karten dann vor allem zurückkommen, dann werde ich euch auch vielleicht auch die Highlights zeigen von meinen gegradeten Karten, die dann zurückgekommen sind. Ich hoffe natürlich auf den einen oder anderen Zehner. Das wird eine sehr, sehr spannende Sache, sage ich jetzt mal. Und hallo, Kamera. Brock, Dicer, Jinx, Clefairy, Magikarp, Ekans, Voltorb, Geodude. Und Lady. Okay, auch eine Lady, Full Art. Und Blaine's Last Stand. Okay. Okay, krass, einfach das Glurak. Dass wir einfach das Glurak gezogen haben, das ist halt immer noch so ein bisschen heftig. Weil die Chance, dass man Glurak zieht, ist, soweit ich mich erinnern kann, im Schnitt so 1 zu, keine Ahnung wie viele, 100 Booster. Also schon eher unwahrscheinlich. Und tatsächlich habe ich persönlich noch gar nicht so viele Hidden Fates Booster geöffnet. Ja.
Also für mich privat selber öffne ich ja eigentlich im Prinzip selten Booster oder sehr selten. Und wir haben den Fisherman. Der sieht geil aus. Und Erika's Hospitality. Let's go, Mann. Let's go. Wir brauchen einfach noch mal so ein Epic Pull, okay? Ups. Okay, das Booster, was ist mit dem los? Das fühlt sich jetzt gerade an wie so ein Fake Booster. Es sind aber natürlich alles keine Fake Booster, sondern alles originale Booster. Ja, keine Sorge, meine Freunde. Ah, komm schon. Autofokus will manchmal nicht so richtig. Das ist echt mühsam. Aber so bei den Setkarten, da wiederholt sich halt sehr viel, so bei den Commons und Uncommons. Und nochmal ein Mewtwo G-Hex. Let's go. Also, ich weiß ja nicht, ich glaube, das war ein sehr gutes Case. Ihr könnt ja so ein bisschen auch in die Kommentare reinschreiben, was ihr so vom Case haltet. Apropos, habe ich ja gar nicht so im Blick gehabt. Ich habe hier Card Saver. Und ich denke mal so, dass Glurak, das packen wir extra für den lieben Gio in den Card Saver. So, und weiter geht's so, die Kamera ist gerade ausgegangen. Ich habe das gerade noch in den Card Saver reingesteckt, das Glurak. Und ich werde sowieso noch einen Thumbnail-Shot, glaube ich, machen. Weil das ist einfach nur epic, meine Freunde. Also, ich schaue mir das halt so ein bisschen an. Und epic. Es ist makellos. In meinen Augen. Es ist ganz leicht off-center vorne. Aber, also ich würde schon sagen, eine 9 auf jeden Fall, wenn nicht sogar eine 10, wenn man es graden lässt, okay. Heftig. Einfach nur crazy. Und ich habe den Kartentrick nicht gemacht. Giovanni und Snorlax. Ich habe den Kartentrick nicht gemacht. Wir haben wieder ein Glurak-Pack. Glurak, komm schon. Du hast es schon einmal geschafft. Schaff's nochmal. Und wieso ich die Karte so werfe im Card-Saver, die sind relativ safe so und die kann jetzt hier auch nicht vom Tisch fallen. Der Tisch geht noch fast über einen halben Meter nach hinten. Keine Sorge, meine Freunde. Ja. In einem Card-Saver sind Karten tatsächlich sehr sicher. Ja, will ich nur noch mal so sagen. Ich habe, glaube ich, wieder den Kartentrick nicht gemacht. Jetzt habe ich, glaube ich, diesen Code gezeigt. Hoffentlich nicht. Hoffentlich löst den niemand ein. Okay, tut mir leid. Ich bin da immer so ein bisschen verwirrt. Vor allem immer noch wegen diesem Pull. Einfach crazy. Ja, und ihr seht die Karten nicht mal. Ich sollte mal warten, bis der Fokus da rankommt. Misty's Determination und Bills Analyse. Die letzten zwei Tins. Die letzten zwei Tins, meine Freunde. Die letzten zwei Tins. Und Gio, bitte. Wenn du die Tin aufmachst, mach doch auch ein Video oder so drüber. Wenn du da nochmal einen Glurak ziehst oder so, oder was richtig Heftiges, dann ist das, glaube ich, das beste Case, was es jemals gegeben hat in der Pokémon-Geschichte. Magnemite und ein Holo Eevee. Sehr schön. Wir werden nachher am Schluss sowieso noch Karte weggeflogen. Werden wir sowieso ein Recap machen und uns genau anschauen, was wir hier alles gezogen haben. Und es ist einfach unglaublich, ne? Es ist einfach absolut crazy. Absolut crazy. Also, ich will ja nichts sagen, aber wenn man jetzt dieses Glurak gradet und das kommt zurück in einem 9er oder in einem 10er, da hat man sein Geld praktisch verzehnfacht insgesamt mit allen anderen Sachen, die man noch gezogen hat. Ja. Und so kann es halt bei Pokémon laufen, wenn man Glück hat, so wie der liebe Gio. Und ein Carpador Reverse Foil. Muss aber auch ehrlich sagen, das ist jetzt das erste Mal, wo wir so einen richtig heftigen Pull für jemanden hatten, der was bei mir gekauft hat. Ist natürlich, also ich habe da keinen Einfluss drauf, es ist ja wirklich völlig random. Und je mehr man natürlich dann auch aufmacht für die Leute, umso heftiger wird ja auch das Ganze. Von dem her, ja, mal schauen. Clefable. Und ein Raichu GX. Sehr schön. Wir haben jetzt noch eine Tin übrig, eine Tin übrig. Vier Booster haben wir übrig. Und es ist je ein Booster. Das Glurak zum Schluss, das Mewtwo zuerst, meine Freunde. Let's go. Wie viele Booster waren das überhaupt? Glaube ich 32, ja. 32.
32 Booster müssen es gewesen sein. Und nochmal ein Holo Eevee. Ja, die Holos, die liebe ich dann doch nochmal gerne ein. Sind für mich dann doch auch nochmal speziell. Die Reverse Foils. Draufgeschissen, meine Freunde. Draufgeschissen. Aber, ja. Die Artworks sind trotzdem sehr cool. Ich finde zum Beispiel das Carpador Reverse Foil, was wir vorhin gezogen haben. Dieses hier. Extrem schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo. Das finde ich extrem cool, das Artwork. Sieht cool aus. Komm schon. Haben wir langsam aber sicher kein Glück mehr. Haben wir das ganze Glück aufgesogen mit dem Glurak. Yes, yes, yes. Ich wusste es. Es muss noch was kommen. Es muss noch was kommen. Das heißt, wir haben jetzt 8 Hints geöffnet und 4 GX Shinies bekommen. Aber wir haben immer noch das Glurak Booster übrig für zum Schluss. Heißt, wir können da enorm, enorm, enorm Luck haben und vielleicht nochmal einen Glurak ziehen. Also, man hätte es ja nicht anders sagen können. In einem Glurak Booster Pack ein Shiny GX Glurak. Einfach nur crazy. Na, einfach nur absolut crazy. Was will man da nur sagen? Hey, Jesse und James, aber nicht Full Art, sondern Reverse und Blaine's Last Stand. So, Last Pack Luck. Gebt den Daumen nach oben. Gebt dem Gio ein zweites Glurak GX. Oder einfach einen richtig geilen Pull. Na? Es muss nicht unbedingt das Glurak sein, wir wollen nicht zu greedy werden. Aber ein geiler Pull noch. Ein geiler Pull noch zum Abschluss. Haut den Daumen nach oben rauf, wenn euch dieses Format gefällt. Wenn es euch gefällt, dass ich immer nur nach unten schaue und nie für euch in die Kamera. Haut deswegen auch einen Daumen nach oben drauf. Und natürlich auch wegen dem Shiny Glurak. Viel Energie. Sichlor. Rosana. Magma. Smogon. Rattan. Dragosso. Carpador. Kleinstein. Okay. Reverse Foil Eevee. Und ein Onix GX. Wir wollten nicht zu gierig sein, aber wir bekommen wenigstens eine GX-Karte. Und das ist jetzt sozusagen die Ausbeute. Wir haben hier alles Reverse Foils. Das sind alle Reverse Foils. Das sind alle Rares. Das hier sind die besseren Karten. Ich sortiere die mal ganz quick, meine Freunde. Dass wir hier eine ganz kleine Übersicht haben. Die Holos, die GX-Karten und die Shinies. Und halt die Full Art Trainer. Kann man auch vielleicht noch sortieren. GX-Karten. Das ist eigentlich eine Reverse Foil. Tue ich die mal hier kurz rüber. Zu den Holos. Das ist auch eine Reverse Foil. Obwohl ich die gesleeved habe. Das ist die Holo-Variante. Das ist eine Energie. Da nochmal eine Holo und nochmal eine GX-Karte. Die muss man eigentlich gar nicht sleeven. Wieso auch immer ich die gesleeved habe. Die kann man eigentlich auch wieder entsleeven. Das ist eine Reverse. Und die Energy, die lassen wir. Also Recap, meine Freunde. Hier haben wir eine Menge Bulk, eine Menge Energy Cards, Codekarten von Hidden Fates. Ja. Dann haben wir hier die Shinies. Wir haben 8, ich wiederhole, wir haben 8 Tinboxen geöffnet. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, also ungefähr jede zweite Tin ist eine Shiny-Karte drin. Wenn wir dann die GX-Karten hinzurechnen, haben wir 4 Shiny GX-Karten bekommen. Das heißt, wir haben eigentlich 9 Shinies erhalten. Das heißt, sogar pro Tin ist eigentlich eine Shiny garantiert. Und das hier, meine Freunde, ist natürlich das Highlight. Ja, also das ist eine ganz abartige Karte. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 GX-Karten. Heißt, ungefähr jede zweite Tin ist auch eine normale GX-Karte drin. Ja. Zweimal sogar das Mewtwo bekommen und dann am Schluss noch das Onix. Holos hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also pro 1,5 Tins gibt es dann auch noch eine Holo-Karte. Zweimal sogar, je zweimal die gleiche. Ich finde aber Mistys Water Command am hübschesten. Ja. Dann haben wir natürlich noch die Trainerkarten. Da hatten wir jetzt 3 Stück drin. Na, also ungefähr eine alle 2 Tins, knapp so. Na.
Und ja, die natürlich dann noch die Promokarten, die wir hier haben. Drei Gluraks. Wäre jetzt noch spannend zu wissen, war das in der Glurak-Tin? Falls das in der Glurak-Tin in einem Glurak-Booster gewesen ist. Jesus Christ. Jesus Christ, meine Freunde. Ich bin selber noch baff. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, Gio Poke Cards hat sich gönnt, meine Freunde. Und ja, ich würde sagen, abonniert bitte diesen Kanal, um keine solche Videos mehr zu verpassen, die richtig epic sind. Und das ganze Zeug geht jetzt dann auf den Weg zum lieben Gio Poke Cards mit dieser super, super, super geilen Karte. Ich hoffe, du bist happy damit. Und falls du selber noch nicht hier abonniert hast, dann wäre es jetzt spätestens Zeit, jetzt zu abonnieren. Und eben wie schon gesagt, ihr könnt solche Sachen auch bei mir eben über den Webshop kaufen. Da steht dann immer ganz groß, es ist für ein YouTube-Video. Die Produkte werden geöffnet und ihr habt da auch dann relativ gute Konditionen. Wichtig ist einfach, dass ihr aus der Schweiz seid, meine Freunde. So, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war jetzt richtig lang, aber richtig epic. Bis dahin. Tschö, Leute.